Währenddessen, oh Gott, weißt du, das ist das erste Mal, seit es Pokémon gibt, dass es dieses währenddessen oder vor x Stunden eingeführt wurde. Da muss keine Taste, drücke keine Tasten bei dem Weg. Ich hatte es mir bewusst nicht vorgelesen. Also ich habe auch keine Tasten gedrückt oder sowas. Läuft halt automatisch. Piep. Hehe, meine wunderschönen Ultra-Bestien. Präsidentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir jetzt diese Pfeifen jetzt mit den Ultra-Bestien so richtig platt. Du sagst es. Bromley, sei es so gut und bring einmal diese Kinder zum Schweigen. Ich werde die Ultra-Besten aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit ihr machen. Talia, mein Name ist Bromley. Okay. Tibia, unterstützt die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Aloha von den Ultra-Besten überrannt. Also strengt euch an. Tibia, wir müssen Smogmog retten. Was seid ihr für erbärmlichen Kleingangster? Geister. Nevermind. Wenn ihr so weitermacht, erschreckt er meine wunderschönen Ultra-Bestien noch. Und ich denke, ich sollte es als erstes zum Schweigen bringen, Tiberium. Oh yeah, gegen den Boss. Wurde ich vielleicht geheilt oder sowas? Ey, und Präsidenten Samantha. Oh shit, war ich heraus. Mit ein Pixie! Okay. Grüße gehen raus an Kim. Jetzt gibt's Ärger. Das kommt doch Ärger. Wir wollen über Alora gehen. Unsere eigenen Ultra-Bestien kreieren. Nicht Ultra-Bestien, normale Pokémon verurteilen wir. Mehr und mehr Ultra-Bestien, das wollen wir. Samantha, Untertyp von Team. Metronom. Der gute Move, bitte. Alter, ich glaube, das Pixie kann mir nichts. Ich glaube, das Pixie kann mir nichts. Das kann mir jetzt nur mit Metronom eine random Attacke reindrücken. Komm, heil mich mit Geschenk. Bester Kampf ever. Wer dachte, es wäre eine geile Idee, einen Boss-NPC in Pokémon mit Metronom zu geben? Wer dachte, es wäre eine gute Idee, das zu tun? Wer dachte, es wäre eine gute Idee?
Yeah, wenn die versucht Erdbeben zu erlernen, ist es gut. Erdbeben ist nämlich besser als menschliche Stärke. Game Freak, ja, Game Freak, ja. Game Freak dachte, es wäre eine gute Idee, einen Mon mit Metronom an die Spitze des eines Bosskämpfers. Au. Ich wünsche die Gegner schon irgendwie mit Gara, das ziemlich auf. Oh, jetzt kommt Minitic. Ich hab mir schon, weiß schon, warum ich meinen Z-Angriff bis zum Schluss aufbehalten habe. Na komm, plus 2 Z-Angriff sollte auch Meliodic eigentlich ziemlich zerstören. Mit Zap, by the way. Ja. Wie unverschämt bist du? Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Also ich brauche es, meine wunderschönen Ultra-Bestien. Oh nein, die Ultra-Falle schließt sich. Bombly, zu mir. Wir werden Ultra-Bessen mit Ultraball. Der wird Ultra-Bessen mit Ultraball gefangen, den wir extra entwickelt haben. RIP. Jawohl. Mutter. Tschüss, tschüss, ihr Verlierer. Ja. Happy End, die ist weg. Wieso? Ultrabälle kosten, hätte ich nur $1 Million. Einer. Wirklich, geht es dir gut? Wirklich? Hast du. Es hat sich entwickelt! Und das ist der Preis für einen. Wenn außen hat sich geändert, es rührt sich nicht mehr. Ah, hier gibt es einen Mini-Break. Das hat gerade geklingelt. Test 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mein Sound ist da, wunderschön.
Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir nichts tun. Wir könnten die Pokémon befreien, das wäre ein Anfang. Aber soweit denkt natürlich niemand. Mit dem haben wir jetzt gekocht. Fast, ja. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind alle unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidenten und Bormir sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Smogmog rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Muster nicht einfach in der Ultrawelt Ultrabestien zurücklassen. Egal wie sehr sich verhalten, sie ist und bleibt unsere Mutter. Ach komm, lass sie zurück, bespießt. Wir können vielleicht in dieser Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Falloa auf unserer Seite hätten, das alle Leute so verehrt. Von seiner Frau. Nein, sicherlich nicht. Aber ob es überhaupt real ist? Klar ist das, die sind die Ultrabesten, auch real, oder? Na also, wir werden es schon finden, keine Sorge. Wir finden das legendäre Pokémon sicher. Genau, und für nichts was recht, sagst du mir ein Kumpel. Richtig. Bin sicher. Ich kann das Wort alles wird gut nicht hören, deswegen. Du hast recht. Tiberium-Tal. Ich denke, es war gerade eine typische Nintendo-Entscheidung zwischen Ja und Ja. Ich danke euch beiden. Falls ihr alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer. Ansonsten angestellten Nutzen für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde jetzt hier schlafen. In Mutters Bett, wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber heute wird Nacht das letzte Mal sein. Ah, das nicht geklappt hat. Ich habe auf Unmod Frozen Goblin gedrückt, aber der Kommando Unmod. Wahrscheinlich das E getrieben habe. Egal. Tiberium. Lili wartet draußen auf dich. Ich speichere erstmal, hab ich gehört. Ich wurde geheilt. Nein, warte, ich möchte was testen. Nein, es geht nicht. Meinst du erst mit den Garados, dann das. Das sind schon zwei Sachen, genau. Ja, ich weiß jetzt, wo es noch keinen Spaß macht. Ich meine, ein Unmodded zu werden ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt. Er hat sich umgezogen. Denn sie wird eine Trainerin. Endlich. Sache habe ich im Mal gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Und wie? Wirklich? Vielen Dank. So, ab jetzt wird es ein Dating-Simulator, habe ich gehört. Es gibt noch so viel, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten. Ja, mit meinem Alu. Ich muss Wölkchen retten und Mutter. Ich wäre gerne wie du, Tiberium. Ich wäre gerne stark genug, um mich jeder Prüfung stellen zu können. Also ich habe mich jetzt zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das Ganze, meine ganz eigene Inspiration des Headcraft, fehlt nur noch eine passende Pause. Hui. Motivation plus 1. Sie wird trainieren. Alles jetzt zu sehr predicted. Hier also steckt ihr. Hi Dennis. Jetzt habe ich gleich einen Ausstellungsraum gefunden. Es ist eine Sonnenflöte. Altes Relikt aus der Allegion, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation demnächst übergeben wird.
Anschließend muss man sie im Schein der Sonne spielen. Moment, das sagt mir irgendwas. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, dann soll das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagt zumindest die alte Legende. Sie die ganze Auszeit der Mutter vorgehabt, selbst legendäre Pokémon in ihre Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Das kam ein bisschen out of context. Ich habe übrigens einen Meister bei mir rumliegen. Ich weiß. Ich werde raus, dass du Lily unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde ehrenpassiv wieder für Ordnung sorgen. Das mit Phil kommt aus dem Anime. Hallo. Vielen Dank fürs Folgen, Dennis. Eigentlich wollte ich ja weit weg von hier, möglichst gemeinsam mit meinen Null. Aber jetzt häng ich wohl erstmal hier fest. Ich bin naiv. Und immer freudig drauf. Boah, Lily. Sieht total anders aus. Bist du das wirklich? Ja, ich werde absolut alles geben. Das ist meine ganz eigene Portion der Testkraft. Prima, das ist ja absolut toll. Und hey, Potion der Magie. Wie meinst du das? Ja, weil ich bedeutet habe, ab sofort alles zu geben und noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greift mir die Bäre und dann zieht man die Arme. Agar hat ein eines Pokémon. Das geht nicht. Ich muss es schaffen, meine Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie diese Königin zaubern, niemals einen schnell ins Gesicht. Ich habe noch nicht mal Ludas Prüfung im Schatten, ich habe noch viel zu aufzuholen. Ich bin wirklich, als unsere Familie hineingezogen wurde. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer etwas los. Wenn es also vorbei ist, haben wir eine tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten wir noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Naja, unsere Mutter hat eben ein Faible für das Extravagante. Tai, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich werde bei Anlegestellen auf euch. Yay! Also dann, Tibiri, nehmen wir uns zusammen und zeigen alles, was wir können. Ich finde, die sieht irgendwie jetzt besser aus als vorher. Ein bisschen ernstzunehmender. Wo? Ich hatte Verlierer. Vielleicht gibt es gar mit Royal Zelkazin. Hier quatschen mal noch ein paar Leute an. Draußen stehen. Ah, siehst du, da ist was, ne? Ich wusste es. Bam, bam, bam. Also, das ist der Schwanz von dem Mittag. Oh, ich bin ganz schön weit geflogen von da hinten hierher, ne? Krasser Scheiß. Gibst du mir irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich dann morgen nicht, also ich glaube, also ich mache jetzt noch bis 19 Uhr, ungefähr. Und das war der falsche Button. Ob ich das Spiel bis dahin durchbekomme, weiß ich nicht.
Anlegestelle. Also wenn ich es heute nicht schaffe, dann mache ich es morgen auf jeden Fall zu Ende. Und vielleicht kommt dann noch was, wenn ich Lust habe. Vielleicht aber auch nicht. Ich laufe in die falsche Richtung. Du kannst fliegen. Ja. Ey, nicht nein. Bin ich. Ich kann dich jetzt zurück, komm her. So, ich werde gleich sofort zurückfliegen. Pony!